Jasso, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Le Tour de France und somit auch herzliches Willkommen zurück zur zweiten Etappe der Vuelta. Wir befinden uns jetzt hier gerade immer noch in der Ausreisergruppe mit unserem Navarro Garcia. Dahinter befindet sich Noval, Pauline, Contador, Maika Würstchen, Hernandez, Jairo Sörensen und der Pires. Wir haben derzeit über 5 Minuten Vorsprung, haben schon unsere ersten Punkte eingeholt. In der Bergwertung haben wir uns hart erkämpft vor Moser und den Dean war es, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Oder Izagirre oder so, keine Ahnung. Das weiß ich leider nicht ganz genau. Aber wir sind jetzt hier in der zweiten Hälfte des Rennens und schauen wir mal, wer dies hier für sich entscheiden kann. Ich hoffe, wir werden am Ende der Glückliche sein. Aber das Hauptfeld hat das Tempo natürlich wieder angezogen, da es jetzt in die heiße Phase übergeht. Und ja, mal gucken, wie sich das so entwickeln wird. Der Sprint, der dann kommen wird in 11 Kilometern, ist für uns natürlich total uninteressant. Also wir sind der Bergfahrer und das war's dann auch schon. Wir können uns natürlich theoretisch an der Führungsarbeit beteiligen, was wir jetzt auch mal wegen machen werden. Das Tempo ein bisschen hochhalten. Aber gut, mal gucken, was das sich so ergeben wird. Ja, ihr sprintet ruhig. Wir holen euch schon wieder ein. Der Moser, der sprintet auch um alles, was es gibt. Ja, 4 Minuten 30, 4 Minuten 20, 4 Minuten 18. Ja, das ist nicht von Erfolg. Ist nicht sehr erfolgversprechend, wollte ich jetzt sagen. Aber mal gucken, was sich das so ergibt. Wie gesagt, wir haben jetzt hier noch zwei kleine Hügelchen, drei, vier kleine Hügelchen vor uns. Das war's aber dann auch schon. Das Hauptfeld legt wieder mal ein hohes Tempo vor. Wir sind hier bei A1, der Gränder. Okay, niemand von uns, das ist die Hauptsache. So, Navarro, der hat aber auch fast keine Energie mehr. Daher lassen wir ihn jetzt wieder einfach Position halten. Da soll er einfach ein wenig mitfahren. Die übernehmen ja auch komischerweise wie immer keine Führungsarbeit. Aber gut. Ist ja wie immer so. Also ist jetzt nichts Neues. Jetzt haben wir schon nur noch 2,5 Minuten Vorsprung. Da verdrosseln wir jetzt das Tempo wieder ein bisschen. Jetzt geht's auf die letzten 35 Kilometer. Was könnte man denn da noch machen? Unser Haedo ist der Sprinter, den wir haben. Hat bei Sprint 78, ist natürlich schon sehr gut. Der Vorteil an der Vuelta ist, ihr seht, da sind doch auch relativ viele Fahrer. Ich habe gesagt, im Gegensatz zur Tour sind es nicht so viele, aber geirrt. So, Navarro, der fährt da vorne auch fleißig mit. Das ist gut. So, jetzt passt das auch alles hier. Schön Sonnenblumenfelder, auch immer schön mit anzusehen. Aber jetzt, ja, wir fahren hier mit 40 km/h, 5 km/h langsamer. Also, ist nicht so toll. Hol dir nochmal was zu trinken, Kollege. Und dann schipperst du da mal gemütlich weiter. Na, gucken wir mal. 1 Kilometer noch bis ins Ziel. Ah, ja, okay. Okay, jetzt geht's hier eigentlich stur im Berg runter. Mit 1,3, ja. So, hier hinten ist, wie sieht's denn da? Haedo hat schon fast nichts mehr zu trinken. Dann soll er sich mal was holen. Fast nichts mehr zu trinken. Wenig übertrieben, aber bis der wieder vorne ist, haben die anderen wahrscheinlich schon wieder ordentlich reingelangt. Und ich denke mal, ist am sinnvollsten, wenn man sich immer trinken holt, so, ja, dass man hier, dass die eine Flasche leer ist, dann können sie noch von der anderen trinken. Und ich denke, es passt ganz gut so. So, jetzt die letzten 23 Kilometer schon. Unser Navarro, gut, der wird keine Chancen mehr haben, hier irgendwas anzugreifen oder so. Eventuell auf dem letzten Bergstückchen. Opa, das ist kacke. Hier. Aber okay, mal abwarten, ob wir dann da überhaupt noch vorne sind. Ich bezweifle es ehrlich gesagt stark. Weil man weiß ja, wie schnell das hier gehen kann.
hast. So, sieht es gut aus? Gut durchsortiert und alles. Wie sieht's denn eigentlich aus? Sörensen, ist der Sprint stark? Hä? Ist nicht so ebene. Könnte ein guter Anfahrer für ein Haedo sein. Mit Ebene 73 haben wir da jemanden, der besser noch dabei ist. Nein, also wird der Sörensen der Sprintanfahrer sein. Dann wird der Zweitbeste natürlich jetzt erstmal gesucht. Mit Ebene 64. 65 der Noval, 69 der Paulinho. Ja, 69, also dann filmen wir immer Paulinho, Sörensen, Haedo. Okay, jetzt geht's nochmal da runter und danach versuchen wir es jetzt einfach nochmal. Da können wir dann einfach nochmal angreifen, nachdem wir den Berg unten sind. Die hier fahren den Berg noch rauf. Ist ja der ganz links der Balken ist das Hauptfeld, ganz rechts. Der dicke Schwarze ist unser bester Fahrer. Da wir ganz hinten sind, ist es noch ein bisschen weiter vor uns, aber gut. Ja. Da versuchen wir jetzt einfach mal, dass wir durchkommen. Aber davor tun wir jetzt erstmal hier noch das hier machen. Also Sörensen klemmt sich an Paulinho. Und der Haedo klemmt sich an Sörensen. Und die sollen das jetzt einfach mal so machen, wie es ist. Opa. So. Dann ziehen wir jetzt das Tempo nochmal auf. Bisschen aufziehen. Sobald es in den Berg reingeht, greifen wir nochmal an. Kommen sogar weg. Ist natürlich sehr gut. So. Drehen es jetzt da drauf. Soll er nochmal seinen Schokoriegel speisen? Okay. Ach so, der ist schon so nah dran. Dann müssen wir jetzt erstmal noch zu unserem Paulinho gehen. Paulinho. Sörensen, nein, Sörensen nicht. Paulinho eigentlich. Hatte ich jetzt eigentlich so geplant. Oh Gott, was denn ist da oben? Noch ein Sturz. Oh Gott. Da hat's ordentlich gescheppert jetzt. Scheiße, scheiße. Wir hatten Glück. Wir waren nicht drin beteiligt oder dran beteiligt. Tony Martin. Ja, was ist denn jetzt hier los mit dem Haedo? Hallo, Haedo, du sollst dich an Sörensen hängen. Aber fix bitte. Sörensen, fahr dein Tempo. Scheiße, wo ist denn unser Haedo? Hier ist er. Ja, klasse, ich brauche einen Sprintanfahrer. Haedo, hallo, hier. Was komme ich jetzt da nicht hin? Haedo hat keine Kraft mehr. Warum nicht? Haedo ist ein Sprinter. Der wird jetzt wohl... Klasse. Klasse, klasse, dann lassen wir einfach wieder alle sprinten. Müssen wir jetzt einfach mal so versuchen. Alle auch genauso Energieriegel und sprinten. Contador sprintet fleißig mit. Bei der Vuelta gibt es ja Zeitbonifikationen. Unser Sprinter ist tot. Ich frage mich nur ehrlich gesagt, warum? Das verstehe ich nicht. Der Bossonhagen, Benati kommt, Hunter, Tyler Farrer, Oscar Freire. Ja, und ganz vorne holt sich Tony Martin im Alleingang. Den Sieg ist natürlich schön für ihn, wünsche ich ihm Glückwunsch. So, aber mir bringt's ehrlich gesagt nicht sonderlich viel. Und dann geht's danach weiter. Mit Benati vor. Gut. Was mit unserem Sprinter los war, das ist halt die nächste Frage, aber... Ja gut. Und hier, Grenda. Hä? Okay, die zwei haben aufgegeben, der Johannes Fröhlicher und der Maxi Bouet. Oh, das tut mir auch leid für die zwei, aber gut.
Ja, Toni Martin, hier nochmal der Zieleinlauf. Dahinter sprintet der Contador und der Sørensen. Oh Mann, so ein Krampf. Hey, was ist denn? Das ist ja geil einfach nur. Okay, auf jeden Fall hat. Ja, gut, wir hatten mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun. Gesamtstand ist Binnati jetzt natürlich erster vor Bossornhagen. Ja, da sind wir auch nicht sonderlich gut dabei. Scheiße da. Kacke. Ja, was ist denn hier? Sprintwertung? Okay, gut. War klar. Ja, der auch gut gemacht von uns. Wieder 6 Punkte in der Bergwertung eingefahren mit dem Navarro. Bester Nachwuchsfahrer ist der Bossornhagen. Da ist von uns auch keiner unter den besten 10. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt einen haben. Das müssten wir mal gucken gehen. Okay, Radio Shack ist natürlich ganz vorne. Und wir sind ziemlich abgeschlagen. Nicht unter den besten 10. Aber wir bessern uns. Das ist schon mal klar. Das mit dem Sprinterzug muss ich noch ein bisschen üben. Bisschen ist gut. Saxo Bank hier, Sørensen vor Contador. Wir haben uns verbessert. Wir sind nicht mehr ganz hinten. Dadad. Sondern wir sind allgemein, muss ich jetzt vielleicht mal sortieren. Wir sind zwar immer noch so, Contador, aber wir sind. Ja. Ach, das zählt alles Hauptfeld, scheiße. Ja gut, wir haben uns nicht verbessert, oder? Wir haben uns um 2 Sekunden verschlechtert. Ja, ist auch cool. Gut, und hier sehen wir schon die nächste Etappe. Wird spannender. Jetzt geht's dann langsam in die Berge. Für 2 Etappen. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das hier ausgehen wird. Da können wir schon mal das Bike konfigurieren. Ja, C1 ist perfekt. 3D-Rennen wird gemacht. Und hier, da sehen wir das. Das. Das, ja, das passt so. Auf jeden Fall. Okay, dann starten wir gleich mal das Rennen noch. Bin ja gespannt. Auf jeden Fall, ja, ist es klar, wo wir angreifen werden. Wir werden natürlich immer versuchen, mit unserem Navarro gut dabei sein, aber dann der Schlussanstieg. Zählen wir natürlich zu den Top-Favoriten mit Contador. Dann schauen wir mal, wie seine Form ist. Und werden wir mal testen, was da so abgeht. Ob er wirklich nach seiner Dopingsperre erfolgreich zurückgekommen ist. Er war ja 2 Jahre gesperrt. Ist sein zweites größeres Rennen erst, oder allgemein sein zweites Rennen jetzt hat erst. Aber gut. Muss man mal schauen, was da so geht. Bin auf jeden Fall recht gespannt auf das Rennen. Ich hoffe, ihr auch. Sind 155 Kilometer nur, also die Etappen hier sind kürzer als bei der Tour de France. Das ist bestimmt euch auch schon aufgefallen. Aber deswegen kann man es ja trotzdem miteinander vergleichen. Das ist ja ganz klar, weil. Ja, halt weil. Weil die Etappen gleich schwer sind. Mindestens gleich schwer. Mit 10 Bergankünften ist es natürlich schon heftigst. Und dann vom immer Ohr-Kategorie ist natürlich auch öfter dabei. So, okay, aber bevor wir jetzt halt hier mit dem Rennen starten, verabschiede ich mich wieder von euch. Wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Macht's gut und wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Le Tour de France Saison 2012. Bis dahin, macht's gut. Ich bin's, euer Flashy. Ciao.